Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur Episode Nummer 50 des FIFA 15 Karrieremodus. Ja, wir sind mittlerweile bei der Hälfte von 100% angekommen. Es soll natürlich noch auf 100% gesteigert werden, aber ich denke mal, wir sind schon momentan ganz gut dabei. Wenn euch das Video gefällt, gebt doch einen Daumen nach oben, würde ich mich sehr darüber freuen für die 50. Episode, denn die heutige wird ja doppelt so lang sein wie die normalen Folgen. Das heißt, 4 Spiele heute, ja, das wird sehr, sehr viel Aufwand für mich werden, aber das ist vollkommen egal, denn für euch tue ich das doch gerne. Wir gucken uns den Spieler des Monats mal eben an. Das ist Ross Barkley, das habe ich letztes Mal schon gesehen. Habe ich aber vergessen zu sagen, beziehungsweise darauf einzugehen. Ja, wir sind momentan auf dem 3. Tabellenplatz. Wir können heute weit nach vorne rücken, beziehungsweise auf Platz 2 rücken. Wir können auch abstürzen, je nachdem wie die 4 Spiele verlaufen. Wenn wir alle 4 Spiele gewinnen und Chelsea dann 3 Spiele jetzt irgendwie verliert in Folge, können wir sogar Erster werden vom Torverhältnis her, aber das ist relativ unwahrscheinlich, deswegen will ich da jetzt nochmal nicht drüber reden. So, was haben wir für gescoutete Spieler aus Deutschland? Yusuf Paulsen beobachten wir ja sowieso schon. Christoph Kramer, nein, brauchen wir nicht. Bartstuber, Rudi, Hegelert, Schmelzer, Martin, Esperami, Ribery brauchen wir auch nicht. Starke auch nicht, Reiner auch nicht. Salif Sané beobachten wir genauso wie Zieler und ja, gut. Spanien, was haben wir hier noch? Cherchi und so weiter. Und hier haben wir Mondra, Beraino, Tarabt und so weiter. Ich will nochmal kurz rechtfertigen, warum ich Ibrahimovic gekauft habe. Das war ja für einige relativ unverständlich. Ich kann das aber relativ einfach erklären. Und zwar, klar, es stimmt, was ihr gesagt habt. Wenn ich den jetzt verpflichtet habe, dann ist der genau ja eine Saison wahrscheinlich noch gut, beziehungsweise noch eine Saison so, dass man sagen kann, jupp, den lässt er spielen, weil er natürlich älter wird und dementsprechend im Rating sinken wird. Allerdings muss man auch noch dazu sagen, dass er, selbst wenn er um 7 Rating sinken sollte, immer noch 80 hat, ja, und das ist immer noch ein extrem guter Spieler. Und auch Spieler im Alter müssen nicht zwingend schlechter werden. Außerdem, als Ersatzstürmer kann er immer noch herhalten für Ben Yedda. Und wir kriegen den Regan, wenn er die Karriere beendet. Das heißt, wir müssen einfach bis Karriere behalten und dann kriegen wir den Regan, das heißt einen jungen Ibra. Und den hätte ich doch ganz gerne im Kader, weil diese Regans, die sind immer bei diesen Top-Spielern wie Ibra relativ geil. So, ich würde sagen, wir schnacken nicht länger rum. Ihr kennt die Aufstellung. Wir gehen in die Partie gegen Liverpool. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die Reds nicht so in die Saison gestartet, wie man es hätte erwarten können an der Anfield Road. Heute gegen Newcastle sollte vieles besser werden. Der momentan Tabelle 4. kam und sah und siegte bisher in der Saison relativ häufig. Jedoch wollte, ja, der Tabelle 3. sogar, das heute natürlich fortsetzen. Allerdings nicht so unbedingt in Bestbesetzung. Liverpool auf Platz 8 momentan wollte wieder ein bisschen zu den Top-Teams oben aufschließen. Die Fans natürlich gut gelaunt, trotz der durchwachsenen Leistungen bisher in der Saison und die Mannschaften auf dem Rasen. Naja, die waren schon ziemlich klasse, wenn man sie miteinander vergleicht. Mignolet im Kasten, natürlich hinter Stevie G, den Kapitän bei Liverpool. Und dann gab es beispielsweise einen Glenn Johnson, der überraschend in der Startelf stand. Man hätte man Keogh erwartet, aber der nicht in der Startelf. Bei Newcastle natürlich Kevin Trapp im Tor, keine Frage, der Kapitän der Mannschaft. Und daneben sehen wir schon, Ashton Götz kam zu seinem nächsten Spiel im Trikot der Magpies. Wir gucken uns erstmal die Aufstellung von Liverpool an. Mignolet, Glenn Johnson, Dejan Lovren, dann haben wir das Gürtel. José Enrique, dann auf der Doppel-6, Vidal und Gerrard vorne, Sterling, Omar Asaidi und Philippe Coutinho hinter Mario Balotelli. Asaidi, der war ein bisschen überraschend in die Startelf gerückt. Kein Sturridge, kein Pjanic, kein Markovic in der Startelf. Das war wirklich überraschend. Allerdings gab es auch bei Newcastle einige Überraschungen. Beispielsweise Götz auf der Rechtsverteidigerposition, wie schon erwähnt, Tadic und Laporte bildeten die Innenverteidigung. Auch Santon war eigentlich nicht geplant, genauso wenig wie Barca in der Startelf. Sippel mit ihm auf der Doppel-6 vorne, Niang de Jong und Ben Arfa zusammen mit Wissam Ben Yedda. Also weder Morrison noch Cabella in der Startelf. Das sollte ein bisschen ein Zeichen sein. Denn man wollte auch den anderen Spielern hier eine Chance geben und auch mit denen beweisen, dass man siegen konnte. Mignolet im Kasten, wie gesagt, mit Arfa mit seiner nächsten Chance, sich in der Startelf zu beweisen, nachdem der Knoten ja geplatzt war und er endlich Tore schoss. Asaidi auf der anderen Seite, der Mann im Rampenlicht, denn er wollte heute zeigen, dass er in die Startelf gehört. Die erste Chance für Balotelli, dann Sippel mal mit einem Schuss, die Anfangsphase geprägt von Schüssen und der letzte Schuss in der Anfangsphase kam von Stevie G aufs Tor von Trapp, der wurde aber gut gehalten vom deutschen Keeper. Danach ging es ein bisschen, naja, hektischer zu, und zwar im Strafraum von Liverpool. Da ist Ben Arfa mit der Flanke. Ben Yedda versucht es mit dem Fallrückzieher. Niang überrascht, dass er den Ball noch bekommt, versucht es aber noch mit dem Schuss. Abgefälscht von José Enrique und somit übers Tor. Es bleibt erstmal beim 0:0 und dann kam, ja, die Halbzeit. Es passierte nichts mehr in Durchgang 1. Es gab eine sehr, sehr furiose Anfangsphase, aber danach, naja, fuhren beide Mannschaften das Tempo ein bisschen herunter und das merkte man, denn das Publikum ein bisschen ungeduldiger, trotzdem noch zufrieden, denn immerhin aber in der Anfangsphase sehr, sehr viele Aktionen gehabt. In der zweiten Halbzeit sollte es genauso weitergehen, zumindest nach Belieben der Fans. Wenn es ja in der zweiten Halbzeit genauso angefangen hätte, wären sie bestimmt noch zufrieden gewesen. Aber es ging anders weiter, und zwar erst in der 62. Minute, dann aber mit Ben Yedda frei von Mignolet. 1:0 nach gerade mal 63 gespielten Minuten. Hat also gar nicht mal so lange gedauert, irgendwie schon.
Aber immerhin die Führung für Newcastle, wunderbar gemacht vom Franzosen, der sein nächstes Saisontor erzielt, nimmt den Ball schön mit, lässt Enrique und Skrtel keine Chance. Enrique versucht dann auch zu grätschen, kommt nicht mehr ran. Ja, und dann steht es halt nun mal jetzt 1:0. Es hatte, wie gesagt, lange gedauert, keine furiose Anfangsphase wie in Halbzeit 1, aber danach wurde es ein bisschen, naja, aufregender, denn die nächste Szene auf dem Konto von Liverpool. Die versucht jetzt natürlich zu antworten und das taten sie mit Miralem Pjanic. Der mit dem Ball auf Asaidi, der wird nicht richtig bedrängt. Der Schuss und das 1:1. 69. Minute, was für ein Strich vom Marokkaner. 1:1, der Ausgleichstreffer. Und das war wirklich gar nicht so geplant im Matchplan von Newcastle, denn der Marokkaner, ja überraschend in der Startelf, zeigte hier, was er kann und keiner greift ihn wirklich an. Der Schussweg komplett frei und Trapp natürlich chancenlos. Und jetzt wollte Liverpool mehr, die wollten jetzt hier den Siegtreffer, die wollten die 3 Punkte mitnehmen. Der Ball auf Vidal mit dem schönen Pass nach vorne auf Markovic und der liegt weiter auf den eingewechselten Sturridge, der geht vorbei, aber Nastasic ist da, oder? Nein! Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Markovic, 2:1, 87. Minute und das war ein Riesenpatzer von Nemanja Nastasic da. Was für ein gutes Tackling erst gegen Sturridge und dann von allen guten Geistern verlassen, schießt er den Ball einfach nicht weg. Und Markovic ist da und macht das 2:1 und das war die letzte Szene der Partie. Es blieb bei diesem Ergebnis, also ein Sieg für Liverpool, genau das, was man sich vorgenommen hatte. Auf der anderen Seite die Magpies, alles andere als zufrieden mit dem Endergebnis. Die Liverpool-Fans, die waren natürlich zufrieden, die mitgereisten Tunes, die hätten sich mehr erwartet, genauso wie Trainer MGT. Nächste Woche muss es besser werden gegen QPR. Es war im Endeffekt verdient für Liverpool, muss man ganz ehrlich sagen, aber trotzdem so ein bitteres Gegentor schon wieder. Mann, Nastasic, ey. Er ist so gut dazwischen gegangen. Was denkt er sich bei so einer Scheiße? Ich habe auf Wegschlagen gedrückt, sogar mit B, also mit Schießen quasi. Und er macht einfach nichts. Er macht einfach wirklich nichts. Ekelhaft. Aber was willst du machen? Solche Spiele gibt's halt. Und solche Spiele erleben wir auch bei... What the fuck? Solche Spiele erleben wir halt auch bei Newcastle. Er ist wohl geglitscht. Oder er ist schlechter, als er jetzt aussah. Jetzt habe ich mir Chelsea nicht mehr angeguckt, habe einfach direkt weggemacht, aber naja, so, 88er Bewertung, what? Um 4 gestiegen? In dem Alter? Läuft bei ihm. So, Tarabt ist fertig, 81er Bewertung, war schon stark, ne? Aber irrelevant, denn wir haben unseren 10er, auch wenn es momentan ein bisschen nervig ist, dass De Jong absolut nichts gezeigt hat, in der einen Situation den Ball vergessen. Ja, so, Rüdiger kommt rein für Nastasic, der hat nicht so toll gespielt, Sissoko, Sippel geht raus für Anita, Yangambiwa kommt auf die Bank, so, Kabea kommt wieder auf links, wir brauchen offensiv wieder ein bisschen Potenzial, das war gerade wenig bis gar nichts, was wir da gezeigt haben, haben keinen Torwart auf der Bank, aber brauchen wir auch nicht, ehrlich gesagt, Haidara ist ein bisschen offensiv stärker, deswegen kommt der auch mal rein. Allgemein sehr viel gewechselt jetzt, aber Laporte bleibt drin und der spielt bisher auch echt stark, allerdings jetzt bitter, dass er ja verlieren musste. Trotzdem versuchen wir uns jetzt natürlich gegen QPR eher zu steigern. Das haben wir in der Jugendmannschaft momentan am Start. Ja, er ist noch nicht ganz fit, beziehungsweise bereit, aber das kommt noch. Er wird auch ja nach der Saison dann hoffentlich gestiegen sein bei ihm. Er ist noch gar nicht bereit, aber sieht nach einem starken Verteidiger aus. Er wird nach der Saison wahrscheinlich auch gestiegen sein, der gute Alto Belli. Und dann spielbar sein und er, ja, mal sehen, wie der sich noch so weiterentwickelt. Ich würde sagen, wir sehen in der nächsten Partie. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis gleich. Nach der enttäuschenden Vorstellung bei Liverpool sollte es heute deutlich besser werden im St. James' Park gegen die Queen's Park Rangers. Der momentan Tabellen-18. Kam und wollte hier Punkte mitnehmen, genauso wie es Liverpool gegen die Magpies schon wollte. Und naja, Newcastle immer noch auf Tabellenplatz 3, allerdings schmeichelhaft, denn sie wurden so langsam eingeholt von Tottenham, von Arsenal und auch Cardiff City immer noch mit Chancen, sie zu überholen. Danach ein kleines Loch, allerdings trotzdem natürlich nicht unbedingt sicher die Tabellenposition von Newcastle, die ja wieder in die Champions League hineinkommen wollten. Wir gucken uns mal die beiden auf. An Diakite, der Kapitän, auf der einen Seite, Trapp auf der anderen Seite. Und das war eine andere Aufstellung als zuletzt gegen Liverpool. Natürlich auch bei QPR einige Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche. Wir wollen das natürlich wie immer zuerst mal die Aufstellung der Heimmannschaft angucken. Und das ist halt nun mal Newcastle United. Trapp, Janmaat, Rüdiger und Laporte, also Nastasic und Götz, beide wieder nicht in der Startelf, genauso wenig wie Santon. Nur Laporte war aus der Verteidigung geblieben. Haidara auf der Linksverteidigerposition. Geis und Anita auf der Doppel-6. Oxlade-Chamberlain, Morrison und Cabella bildeten wieder die offensive Dreierreihe. Und Ben Yedder war in der Sturmspitze. Also
also komplett veränderte Elf, quasi bei Newcastle United. Die wollten hier Punkte mitnehmen, allerdings anders. Und ja, QPR, Murphy, Harriman auf der Rechtsverteidigerposition waren neu in die Mannschaft gerückt. Corker und Reed in der Verteidigung. Jungsuk Young auf der Linksverteidigerposition. Sandro und Andrade zusammen mit Diakite im Mittelfeld. Auch Andrade war neu. Florent Traoré dann auf der linken Seite. Und Gomis, der Stürmer, der Franzose, in der Sturmspitze gekommen von Swansea City. Der sollte für Gefahr sorgen. Vor dem Tor von Kevin Trapp. Brian Murphy musste heute aufpassen, dass er nicht das Tor von Wissam Manjeda bekam. Denn der momentan vielleicht der gefährlichste Angreifer der Barclays Premier League. Auch wenn er immer noch von vielen unterschätzt wurde und als schlechter eingestuft wurde, als er eigentlich war, muss man ganz ehrlich sagen, dass sich der Junge extrem entwickelt hat in den letzten Jahren, beziehungsweise im letzten Jahr, und zu einem richtig guten Stürmer herangreift. Hier sehen wir ihn gerade, wir gehen in die erste Szene der Partie und die hatte überraschenderweise QPR, denn die waren gut in die Anfangsphase gegangen. Fur mit der Flanke in die Mitte und die wird länger und länger und da ist Beffi Timigumis und der Ball geht an die Latte und was ist das? Das ist das 1:0 für QPR. Das Tor zählt und niemand weiß, warum Trapp den Ball da nicht wegwirft und niemand weiß, warum das nicht abgepfiffen wird. Im 5-Meter-Raum geht Gomis da ohne Sinn in den Zweikampf mit Trapp. Das muss abgepfiffen werden, wird es nicht. Trapp denkt das vielleicht und dementsprechend das 1:0 für QPR und das war glücklich. Sie machten aber weiter und versuchten es weiter. Die Flanke in die Mitte abgewehrt. Da ist nochmal Gomis, bringt den Ball nochmal auf die Diakité und da ist wieder Kevin Trapp und diesmal hält er den Ball sicher. Gute Parade vom Deutschen. Es ging aber weiter mit Action von QPR. Fur im Strafraum, gut gehalten von ja, Trapp und der Nachschuss von Buffet-Timigumis geht dann am Tor vorbei. In der Anfangsphase überhaupt nichts zu sehen von Newcastle. Wir müssen in die zweite Halbzeit springen bis zur ersten Szene der McPies. Dann Ben Yedda mit dem Linksschuss, aber der Ball geht am Tor vorbei von Murphy und naja, da musste gewechselt werden, denn man wollte hier mehr Potenzial haben. Revan Morrison und Vernon Anita gingen raus, dafür Niang und De Jong. Das heißt, zwei offensive Spieler für einen Defensiven und einen Offensiven. Das heißt, man warf mehr nach vorne und das war auch dringend notwendig, weil es einfach nichts brachte mit dem System, was man momentan spielte. Man hatte keine Torgefahr, keine einzige offensive Szene und das musste einfach in der zweiten Halbzeit besser werden und deswegen dieser offensive Wechsel. Oxlade-Chamberlain setzt sich da gut durch. Macht das schön. Der gute Ball auf Wissam Manjeda. Der setzt sich durch gegen Corker ohne Probleme. Lässt er den Engländer aussteigen. Frei vom Tor von Murphy. 1:1. Das war 5 Minuten nach dem Wechsel. Zwar keiner der Neuzugänge bzw. Einwechselspieler am Tor beteiligt, aber trotzdem sah man, jetzt wollte Newcastle. Das machte Manjeda hier natürlich wieder klasse. Keine Chance für Corker, da irgendwas zu machen. Und der Abschluss mit dem Außenriss in die lange Ecke ist dann einfach nicht zu halten für Murphy. Ein wunderbares Tor und somit, naja, der Ausgleich und die Chance weiter nach vorne zu spielen. Wir müssen aber schon spät in die Partie gehen, um die nächste Szene nochmal zu sehen. Der Fehler hier von der Verteidigung, der Ball kommt zu Sime de Jong. Der wehrt ihn nochmal ab zu Geis und der versucht nochmal nach vorne zu spielen auf Alex Oxlade-Chamberlain. Schönes Direktpassspiel mit Cabella und wieder auf de Jong. De Jong versucht nochmal auf außen zu spielen, auf Haidara, der nochmal auf Niang. Niang versucht eventuell nochmal mit der Flanke, wird aber gefoult und das gibt nochmal einen Freistoß in der Nachspielzeit. Gelbe Karte da draußen noch für Harrison und jetzt, naja, gibt es halt nochmal die Chance für Newcastle United, hier irgendwas zu reißen. Cabella, der Freistoß-Spezialist, bringt den Ball in die Mitte, da ist aber niemand, der Ball rausgeköpft, aber Haidara versucht ihn nochmal zurückzubringen. Macht das gut auf Alex Oxlade-Chamberlain. Die Flanke eventuell nochmal, gute Position für den Engländer, gute Flanke, Ben Yedder springt zu früh und es war die letzte Szene der Partie. 1:1 zwischen den Tabellen 18. und dem Tabellendritten, so klein ist die Tabelle, so klein ist die Welt. QPR mit einer couragierten und guten Leistung, Newcastle kommt momentan nicht richtig in Tritt, die sind momentan einfach nicht in Form, das muss besser werden, wenn man nächste Woche gegen den Tabellenführer Chelsea irgendwas mitnehmen möchte. Wir können offenbar nicht mehr gewinnen, das finde ich nicht schön, das finde ich alles andere als schön, das ist nicht gut, das, was wir momentan hier leisten. Sind wir noch auf Platz 3, das ist von daher nicht so schlecht, wir haben ja auch nur 2 Spiele jetzt hier wirklich nicht so gut bestritten, aber trotzdem muss das wieder besser werden und wir werden jetzt mal einen besonders motivieren. Und zwar ist das Morrison, denn der gefällt mir momentan überhaupt nicht. Der ist ein bisschen, naja, in der Leistung abgefallen. Und wir spielen jetzt gegen den Tabellenführer Chelsea und danach in der Champions League. Und da muss man jetzt natürlich Prioritäten setzen. Und ich werde natürlich nicht Trainer von Irland. Ihr wollt übrigens, dass ich Nationaltrainer werde. Ich werde es in nächster Zeit irgendwann machen. Ich verspreche es euch aber jetzt gerade nicht. Oh, Berahino wollte ich eigentlich gar nicht löschen, aber ist vollkommen egal, weil Stürmer haben wir jetzt erstmal. Fernandinho ist mittlerweile schon 30 Jahre alt. Eigentlich schade, dass er schon so alt ist. Weil ich den in Realität auch sehr mag. Ja. Ha, Zenit. Wir haben nur 2 Tage Pause dazwischen. Danach geht es direkt wieder weiter. Das heißt, wir müssen so ein bisschen den Mix halten. Und wir müssen vor allem jetzt die Leute schonen, die nicht so fit sind, damit die dann in der Champions League ran können. Das heißt, Niang kommt in die Sturmspitze auf die rechte Seite. Ja, das ist jetzt die Frage. Wer spielt auf der rechten Seite? Wohl Ben Arfa. Ja. Innenverteidigung wird wohl Nastasic spielen. Zusammen mit Yangam, Beaver, nein, Laporte bleibt drin.
Haidara bleibt auch drin. Janmaat bleibt, weil der Fitness strotzt. Sippel kommt. Ich weiß nicht, ob ich Kabeja jetzt in der Liga drin. Ich nehme lieber Kabeja raus und bringe mal Coman in die Startelf. Und De Jong kann man dann notfallsweise gegen Zenit spielen lassen von Anfang an. Ich denke mal, das ist eine Aufstellung, mit der man leben kann. Mit der man auch was reißen kann, hoffentlich. Gegen Chelsea bin ich mal wirklich sehr gespannt. Ja, die sind momentan mit 59 Punkten das Nonplusultra in der Liga. Wir sind mittlerweile auf Platz 4, weil die Spurs ihr Spiel gewonnen haben am 26. Spieltag. Sind allgemein da oben die einzige Mannschaft, die noch 25 Spiele hat. Am 7., beziehungsweise der 7. Liverpool hat dann noch 25, aber sonst da oben nur wir. Das heißt, wir können jetzt an den Spurs wieder vorbeiziehen, wieder einigermaßen aufschließen zu Man United. Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Direkt vor dem Champions League Achtelfinale gegen Zenit St. Petersburg auswärts in Russland musste Newcastle auch auswärts reisen und zwar in die Stamford Bridge zum Tabellenführer aus Chelsea aus London und die war momentan in absoluter Topform auf dem ersten Tabellenplatz angesiedelt mit 59 Punkten, schon 5 Punkte Vorsprung von Manchester United und ganze 12 von Newcastle United. Also die setzten sich vorne ab, hatten viele Tore geschossen und wollten das heute fortsetzen. Die Fans natürlich in absoluter Beststimmung momentan, denn die Mannschaft spielte einen wunderbaren Fußball und heute wollten sie das wieder tun, traten hier mit Top 11 an. Das hatte man selten gesehen gegen Newcastle. Letzte Saison war das noch anders. Diese Saison nahmen sie sowohl ein bisschen ernster. Und wir schauen gleich mal auf die Aufstellung der beiden Mannschaften. Natürlich gucken wir erstmal in das Gesicht von Kevin Trapp, denn der hatte letzte Woche mit seinem Fehler das 1:0 bedingt für QPR und wollte das heute wieder verbessern, beziehungsweise wollte heute das Ganze wieder ausgleichen. Chelsea mit Courtois, Ivanovic, Cahill, Terry, Philippe Luis, Ramirez. Dann hatten wir Matic, William, Hazard, Oscar und Remy. Also eine sehr starke Startaufstellung. Auf der Bank immer noch Spieler wie Fabregas, Azpilicueta, Cech und André Schürrle. Allerdings muss man dazu sagen, es war überraschend wirklich, dass man mit so vielen Topspielern in der Startelf stand. Das hatte man zuletzt nicht gesehen gegen Newcastle. Wie gesagt, Trapp, Janmaat, Nastasic, Laporta, Haidara, Sippel, Anita, Ben Arfa, Morrison und Coman in seinem Startelf-Debüt. Niang in der Sturmspitze ersetzte den letztens, ja zwar guten Ben Yedda, aber langsam war der nicht mehr fit und er sollte in der Champions League ran, deswegen wurde er heute geschont. Terry, der Kapitän bei ja, Newcastle, bei Chelsea mit seinem nächsten Premier League-Spiel, immer noch der 35 Jahre alte Leader und Topstar bei Chelsea aktiv und auf anderen Seite, ja, Coman mit seinem Premier League-Debüt, also so kontrastieren sich diese beiden Spieler. Und auf der anderen Seite beim linken Flügel bei Chelsea spielte Eden Hazard das erste Mal gegen Newcastle von Beginn an und er sah ein engagiertes Newcastle. Die spielten nach vorne, machten das gut, aber Chelsea faulte sie und stoppte sie mit Fouls. Gelbe Karte nach 10 Minuten für Philippe Luis, der da ja Ben Arfa von den Beinen geholt hatte. Aus dem Freistoß wurde nichts, aber auf der anderen Spielfeldseite, auf der Verteidigungsseite Nummer rechts, beziehungsweise Seite rechts von ja, Chelsea, ging es weiter mit Fouls und zwar hier von Ivanovic gegen Vernon Anita und auch dafür gab es direkt die gelbe Karte nach 23 gespielten Minuten. Chelsea in der Offensive bis den Zeitpunkt nicht aktiv, eher Newcastle, allerdings nicht mit zwingenden Aktionen und dann kam diese Szene. Anita gegen Ramirez verlierte den Ball, der schnelle Brasilianer holt sich den. Ivanovic auf Hazard, das ist schön direkt und schnell gespielt. Matic mit der Chance, kann aber nicht schießen, spielt den Ball auf William, der auf Remy. Remy geht vorbei an Trapp und macht das 1:0. Das war viel zu einfach und viel zu schön gespielt, viel zu gut gespielt vielleicht auch von Chelsea, der ehemalige Mann aus Newcastle macht hier die Bude gegen seinen Ex-Verein und das 1:0 feiert dazu recht, denn das war ein richtig schöner Spielzug. Es ging weiter mit Action von Newcastle. Wir wollten hier zurückkommen. Anita mit dem Ball auf Niang und er kommt nochmal auf Morrison, nochmal auf Niang. Der legt weiter auf Coman. Coman frei vom Tor. Hätte eventuell sein erstes Tor in der Premier League machen können, nur in der Startaufstellung. Allerdings verhindert von Courtois und auch von der Fahne des Schiedsrichterassistenten, der die nach oben ist. Es ging weiter mit Newcastle, mit Mbaye Niang. Der versucht sich hier schon durchzusetzen gegen die Verteidigung mit viel Tempo. Geht in den 16er hinein, kann schießen, aber Courtois ist da und Revel Morrison. Das gibt es nicht. Wie kann man diesen Ball darüber hauen, übers Tor? Das Tor komplett leer. Courtois hat ihn vor seine Füße abgewehrt, aber er war wohl zu überrascht, um diesen Ball unten zu halten und somit das 1:1 zu erzielen. Auf der anderen Seite, ja, passierte nichts mehr bis zur Halbzeit. Es blieb beim 1:0 für Chelsea schmeichelhaft, denn Newcastle mit den besseren Chancen, aber trotzdem sah man die Klasse von Chelsea in einigen Momenten immer wieder aufblitzen und in der zweiten Halbzeit sollte das nach Meinung von Trainer José Mourinho noch besser werden. Trainer MGT allerdings wollte, dass genau das nicht eintraf und dass seine Mannschaft hier besser agierte im zweiten Durchgang und eventuell sogar ein Tor schießen sollte, damit sie hier einen Punkt mitnahm. Allerdings, naja, Chelsea hatte wohl dann doch irgendwie Lust bekommen. Ivanovic auf Hazard, der mit der Flanke in die Mitte und, ja, was macht Trapp? Der springt viel zu früh, das 2:0 durch Oscar. Wäre wohl auch so nicht dran gekommen, aber trotzdem springt er da viel zu früh und der Brasilianer mit dem Kopfballtor zum 2:0. Das war verdient in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit, hatte Chelsea deutlich mehr Druck gemacht als Newcastle und dementsprechend nach der Vorlage von Hazard macht Oscar hier das 2:0. Bitter für die Magpies, die in der ersten Halbzeit die Chancen hatten zum Ausgleich und jetzt hier eiskalt kassierten. Sie wollten aber jetzt zurückkommen und das taten sie über Coman. Der macht einen
gutes Spiel in seinem ersten Premier League Einsatz auf Morrison auf Außen und der spielt auf Niang. Und Niang, der hat jetzt Bock, ein Tor zu schießen. Der ging in den 16er, der Schuss und das 2:1 aus Sicht von Newcastle. Das 1:2, Entschuldigung. Also, sie kommen wieder ran und sie versuchen natürlich jetzt, ja, wieder das Tor zu erzielen, beziehungsweise das 2:2 zu erzielen, denn der Ausgleich, ja, ist jetzt näher gerückt, als er vorher war. Allerdings, naja, Chelsea, Oscar und Trapp. Was macht Trapp? Der Fehler zum 3:1 für Chelsea. Nur ein paar Minuten später, der Brasilianer schnürt seinen Doppelpack. Und was Trapp da macht, das weiß wahrscheinlich nur er selber. Springt komplett sinnlos, lässt den Ball durch seine Beine hindurchgehen zum 3:1 zur erneuten 2-Tore-Führung für Chelsea. Die Blues-Fans natürlich mehr als zufrieden, die Blues-Spieler auch. Auch Mourinho war damit zufrieden, nicht zufrieden damit. War wohl die Verteidigung um Aymeric Laporte, der da auch weit weg stand von Oscar, aber der Fehler ganz klar bei Kevin Trapp. Der versucht es dann wieder gut zu machen, hier hält er den Ball gut fest. Remy nochmal mit der Nachschusschance, geht ans Außennetz und jetzt machte Chelsea nur noch Druck. Da Newcastle alles nach vorne warf, ja, wieder Trapp, gute Parade, hätte er das mal vorher gemacht. Also wie gesagt, Newcastle warf alles nach vorne, dementsprechend Räume für Chelsea. Nochmal der Ball auf Matic in der 90. Der Schuss mit links gegen den Pfosten. Und das war die letzte Aktion der Partie. Es blieb beim 3:1 für Chelsea. Verdienter Sieg im Endeffekt für die Blues, die viel mehr investierten, zumindest im zweiten Durchgang nach dem 2:0. Und naja, man kann jetzt sagen, bitter für Newcastle. Allerdings hatte man es auch nicht anders erwartet gegen den Tabellenführer. Chelsea momentan einfach in absoluter Bestform. Und mit so einem Kevin Trapp kann man schlecht was ausrichten. In 2 Tagen geht's weiter. Dann für Newcastle in der Champions League im Achtelfinale gegen Zenit St. Petersburg. Das war nicht schlecht, aber jetzt weiß ich endgültig, warum Chelsea da oben steht. Ein unfassbar gutes Team, sowohl offensiv als auch defensiv. Die haben keine einzige Schwäche im Kader. Und das ist extrem nervig für mich. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, dass man auch gegen Chelsea nichts anderes hätte erwarten können. Und ich gehe da jetzt mal aufs Spiel ein. Ja? Ich sage jetzt mal nicht, dass das die Schuld von Trapp war, auch wenn ich es natürlich im Commentary so darstelle. Das geht gar nicht. Das Spiel ist so ein absoluter Scherz, was die Torhüter angeht. Das ist total ekelhaft. Den hätte er ohne Probleme gehalten, sorry, aber den hätte er normalerweise ohne Probleme gehalten. Genauso wie beim Kopfballtor von Oscar, da hätte er viel früher springen müssen und viel später springen müssen. Da hätte er gar nicht springen müssen eigentlich erstmal. Und das ist halt schon echt ein bisschen bitter, aber kann man halt nichts gegen machen. Schauen wir uns mal. Vorm starken Trapp ist auch wieder so ein Scherz eigentlich. Aber gut, das ist halt FIFA, da kann man nichts gegen machen. So, schauen wir uns mal die Startaufstellung an, die wir dann ins Rennen schicken dürfen gegen Zenit in der... Ja, super, super, super. Ben Arfa ist in Topform. Es ist so lächerlich. Da verstehe ich auch diese Form wieder nicht. Weißt du, Trapp nach oben und Laporte, gut, der ist in 2 Zweikämpfe nicht reingekommen, aber ansonsten alle Kopfballduelle gewonnen und so weiter und so fort. Und das geht mir tierisch auf den Senkel, sage ich jetzt mal. Weil das ist einfach Schwachsinn. Auch wenn ich ganz ehrlich zugeben muss, dass ich enttäuscht bin von der Leistung der Mannschaft. Das ist in vielen Belangen einfach nicht das, was ich mir erwarte, beziehungsweise das, was es sein sollte. Ben Arfa vorne überhaupt nicht in Form, sieht man ja auch, die Kurve zeigt eindeutig runter und das auch vollkommen zu Recht, weil der hat sich einfach überhaupt nicht gut präsentiert. Morrison finde ich fast noch schlechter, auch der unfassbar schwach momentan, auch richtig ekelhaft und da müssen sie sich einfach steigern. Ich hoffe, das tun sie auch jetzt. Aber gut, jetzt immer Champions League, es waren schwere Spiele, ich hoffe, dass das Ganze besser werden wird in den nächsten Partien und gebt mich nicht auf oder gebt uns nicht auf, wir werden wieder zurückkommen, aber das hat er euch gewünscht. Das war nicht alles gewinnen, dass ein bisschen realistischer wird und ich glaube, dass das läuft jetzt langsam mit dem nicht so realistisch, also dass es jetzt wieder realistischer wird hier. Naja, gut, wir spielen jetzt gegen Zenit im Achtelfinale ist es, glaube ich, und ich wünsche euch dabei viel Spaß, verabschiede mich und bis gleich. 2 Tage nach der Niederlage an der Stamford Bridge musste Newcastle auswärts reisen, erneut und zwar zu Zenit St. Petersburg nach Russland für das Achtelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League. Man wollte hier natürlich eine gute Ausgangsposition schaffen für das Rückspiel nächste Woche, allerdings sollte das schwer werden gegen starke Russen, denn die momentan in der Liga in Topform und auch in der Champions League bisher relativ gut unterwegs. Das Stadion natürlich ausverkauft, schöne Choreografie der Fans von Zenit und wir schauen uns mal die Startaufstellung an, beziehungsweise die ersten Spieler, die hier auf dem Platz liefen und da war vor allem einer auffällig und zwar dieser junge Mann hier und den beleuchten wir gleich noch ein bisschen näher in der Startaufstellung. Wir gehen da mal rein in die von Zenit St. Petersburg und da haben wir im Tor Lodygin. Hier sehen wir nochmal die Spieler von Newcastle United mit De Jong, mit Cabella und Oxlade-Chamberlain, die heute die offensive Dreierreihe hinter Wissam Benyeda bildeten. Aber jetzt gucken wir uns wirklich die Aufstellung von Zenit St. Petersburg mal an. Im Tor Lodygin, Smolnikov, Neto und Ezekiel Garay in der Verteidigung zusammen mit Christian Ansaldi, dann Witzel und Garcia vorne, Halk, Shatov, Soloyev und den gerade gesehenen Kardon.
Sosa. Der sollte heute in der Sturmspitze für Gefahr sorgen vor dem Tor von Kevin Trapp, wie es so viele Stürmer in der letzten Zeit sorgen sollten. Bisher hatten es nicht so viele geschafft. Mal sehen, wie es heute bei Cardoza lief. Trapp, Jan Mart, Rüdiger, Yanga und Biva in der Startaufstellung in der Champions League. Linksverteidiger war heute Haidara. Anita und Geis auf der Doppel-6, Cabella, De Jong und Oxlade-Chamberlain, wie gesagt, hinter Wissamenella in der Sturmspitze. Auch der sollte für Gefahr sorgen vor dem Tor der Russen. Allerdings, naja, gab es die erste Szene, beziehungsweise die erste nennenswerte Szene, auf Seiten von Newcastle, beziehungsweise auf der Spielhälfte von Newcastle, denn die erste Chance gab es, ja, für Zenit St. Petersburg. Und er hier, Javi Garcia, der war beteiligt. Die erste Szene, Smolnikov auf Shatov, und der, naja, muss ein bisschen die Fahrt rausnehmen, spielt den Ball nochmal zurück jetzt, aber mit einer guten Flanke zu Smolnikov, und hinten steht einer komplett frei, und zwar ist das Javi Garcia, 1:0, nach 9 gespielten Minuten, der spanische Sechser mit dem Führungstreffer. Das war nicht unbedingt überraschend, in der Anfangsphase war Zenit etwas besser, zwar auch Chancen, bei Newcastle zumindest eine gute Chance, allerdings nichts Nennenswertes, und naja, Javi Garcia, der machte das hier wunderbar, der schöne Pass von Smolnikov in den Rückraum, und da ist der Spanier dann eiskalt mit links unter die Latte. Keine Chance für Trapp, diesen Ball zu halten. Schlecht verteidigt, keiner war bei Javi Garcia, und dementsprechend musste Newcastle jetzt einem Rückstand hinterherlaufen. Das machten die aber gar nicht mal so schlecht. Anita mit der Flanke in die Mitte, am zweiten Pfosten ist Oxlade-Chamberlain. Der kommt da nicht zum Kopfball, wird eventuell auch ein bisschen gestoßen, fordert dann Elfmeter, kriegt den aber nicht. Deswegen mussten sie anders weiterspielen. De Jong mit dem schönen Volley, und das macht der Lottigin. Der verliert den Ball nochmal, aber De Jong kommt zu spät, und somit bleibt es beim 0:1 aus Sicht von Newcastle. Bitter natürlich für den Niederländer. Es ging weiter auf der anderen Seite mit Haik und dem 2:0. Schönes Tor vom Brasilianer. Wunderbar gemacht. In die lange Ecke geschlagen. In die kurze Ecke geschlagen. Aus seiner Sicht in die lange Ecke von Kevin Trapp. Denn er machte sich das verlangt, kam aber nicht ran. Und dementsprechend der 2:0 Führungstreffer für Zenit St. Petersburg. War schön gespielt. Und Haik, der hat einfach einen Bombenschuss und haut den Ball da in die Ecke ohne Kompromisse. Macht das wunderbar zum 2:0. Man kann sich das nur tausendmal angucken. Das ist einfach toll. Auf der anderen Seite versucht er dann Newcastle wieder ranzukommen mit Geis, aber der Schuss von Lottigin ging gehalten. Er machte eine gute Partie, abgesehen vom Aussetzer beim Schuss von Sim De Jong. Und vor der Halbzeit noch eine Chance, der Ball von Haidara auf Ben Yedder, der überrascht, dass er da noch rankommt. Und wieder ist Lottigin, der hier Schlimmeres verhindert. Nochmal die Flankenmöglichkeit eventuell für Oxlade-Chamberlain, kann sich da durchsetzen gegen Ezekiel Garay. Die Flanke kommt auch, aber Ben Yedder kommt nicht mehr ran. Und somit bleibt es hier beim 2:0. Damit ging es in die Halbzeit bitter für Newcastle, denn man spielte gar nicht mal so schlecht. Das 2:0 auf jeden Fall nicht leistungsgerecht. Es hätte hier 1:1 oder 1:0 stehen können. 2:0 deutlich zu hoch, das wollte man in der zweiten Halbzeit verbessern. Die deutlich langweiliger als die erste, aber nach 49 Minuten die erste Chance für Newcastle. Da ist Ben Yedder, und das ist das 1:2 aus Sicht von Newcastle. Der wichtige Auswärtstreffer. Lodgegin sieht dann nicht gut aus, springt in die kurze Ecke, und der Ball geht aus spitzen Winkel in die lange. Ben Yedder macht das dann natürlich auch klasse. Und so ja, steht jetzt 2:1, und es dauerte lange bis zur nächsten Chance. 82. Minute, Geis mit der Flanke in die Mitte, da ist Ben Yedder, aber der Ball wird rausgeköpft, und es war allgemein so ein bisschen das Spiel. Newcastle warf alles nach vorne, schaffte nichts, und erst in der 90. Minute in der Nachspielzeit kam Niang nochmal vors Tor. Setzt sich wunderbar durch außen gegen Christian Ansaldi. Geht in den 16er. Keiner greift ihn wirklich an. Und Lodzigin verhindert mit seiner guten Leistung, mit seiner guten Parade hier den Ausgleichstreffer. Das war die letzte Aktion der Partie. Sieg also für Zenit St. Petersburg. Allerdings immerhin das Auswärtstor für Newcastle. Die mussten nächste Woche also 1:0 gewinnen. Sie mussten auf jeden Fall gewinnen. Aber 1:0 würde reichen. Nicht für Zenit, aber für ja, Newcastle. Shootingstar Hulk mit seiner Bude war eine wichtige Bude. Und nächste Woche muss es dann deutlich besser werden bei Newcastle. In der Offensive. Da war mehr drin zugegeben, aber wirklich, Zenit ein sehr starker Verein, wie ich wieder mal feststellen musste. Und leider Gottes sind wir irgendwie in einer Formkrise. Von daher, ja, sowas kann halt auch mal vorkommen. Trotzdem haben wir das Auswärtstor gemacht, das war gar nicht mal so unwichtig. Das heißt, in der nächsten Episode, beziehungsweise in der nächsten Partie, ich glaube, das wird in der nächsten Episode sein, im Rückspiel zu Hause haben wir keine so schlechte Ausgangsposition, wie sie jetzt eventuell scheint. Immerhin hat einer getroffen, das war Ben Yedder, das ist auch gut so. Und nächste Episode geht es dann halt weiter, hoffentlich mit einem Sieg. In der Liga gegen West Brom und dann, im Pokal gegen West Brom und dann auch in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg. Ich hoffe, diese Spezial 50. Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.